Hannover Stories, präsentiert vom Historischen Museum Hannover. Heute Ernst August I. über das Denkmal eines Königs. Jeder Hannoveraner kennt das Denkmal vor dem Hauptbahnhof. Es ist ein allseits beliebter Treffpunkt. Eine Verabredung unterm Schwanz ist in Hannover nichts Ungewöhnliches. Gemeint ist mit diesem Ausdruck der hintere Teil des Ernst August Denkmals, genauer gesagt der Schweif des Pferdes. Doch was steckt dahinter? Seit wann und wieso steht das Denkmal vor dem Hauptbahnhof? Wer war Ernst August? Dass das Denkmal ein so etablierter Treffpunkt ist, hängt vor allem mit seiner zentralen Lage zusammen. Es steht direkt in der Stadtmitte, in unmittelbarer Nähe des wichtigsten Nah- und Fernverkehrsknotenpunktes der Stadt Hannover, dem Hauptbahnhof. Den Hauptbahnhof gibt es schon seit 1847. 14 Jahre später, im Jahr 1861, wurde das Ernst-August-Denkmal aufgestellt. Zu seiner Enthüllung am 21. September gab es einen Festzug, welcher vom Waterloo-Platz ausging. Das Ernst-August-Denkmal ist ein Reiterdenkmal, welches aus Bronze gegossen wurde und auf einem Sockel aus Granit steht. Dieser Sockel trägt die Inschrift »Dem Landesvater sein treues Volk«. Der gezeigte Reiter ist König Ernst August I. in seiner Husarenuniform. Im Originalzustand stand das Denkmal auf einem gestuften Unterbau und war von einem Zaun umgeben, welcher dazu dienen sollte, das Volk in einem respektvollen Abstand zu halten. Das Denkmal wurde jedoch einige Male verändert. Die bis heute sichtbaren Veränderungen sind vor allem das Fehlen des Zaunes und des Unterbaus. Zwischen 1971 und 1975 musste das Denkmal nämlich aufgrund des U-Bahn-Baus am Hauptbahnhof ans Leineschloss umziehen. Dabei wurde der gestufte Unterbau entfernt. Doch wer war nun eigentlich dieser Ernst August? Ernst August I. war ein britischer Prinz aus dem Hause Hannover. Seine Eltern waren König Georg III. Von Großbritannien und Königin Sophie Charlotte, eine ursprünglich deutsche Prinzessin. Ernst August wurde am 5. Juni 1771 in London geboren und starb am 18. November 1851 in Hannover. Er war jedoch auch König von Hannover. 1837 wurde er gekrönt. Dies kam dadurch, dass sein Bruder Wilhelm IV., derzeit König von Großbritannien, Irland und Hannover, starb und ihm seine Nichte Victoria als nächstes erbberechtigtes Familienmitglied auf den Thron folgte. Da aber in Hannover das saalische Gesetz galt, welches eine männliche Erbfolge vorsah, konnte Victoria Hannover nicht, wie zuvor üblich, in Personalunion regieren. Daher wurde die 123-jährige Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover aufgelöst und Ernst August wurde König von Hannover. Ernst August war zunächst ein streng antiliberaler Herrscher. So hob er bei Amtsantritt das Staatsgrundgesetz, also die Landesverfassung, auf und brachte dadurch die Bürgerschaft gegen sich auf. Der wohl bekannteste Protest ist der der Göttinger Sieben. Sieben Professoren aus Göttingen wurden nach ihrer Protestschrift gegen die Aufhebung der Landesverfassung vom König aus ihrem Professorenamt entlassen und sogar teils im Land verwiesen. Zum Ende seiner Herrschaft gab Ernst August jedoch den liberalen Forderungen der Bürgerschaft nach und setzte 1848 im Zuge der Märzrevolution sogar eine neue Verfassung in Kraft. 1851 starb Ernst August. 4 Jahre nach seinem Tod, also 1855, wurde ein Komitee gebildet, welches das Volk dazu aufrief, für ein Denkmal zu seinen Ehren zu spenden. Es konnten nicht alle Kosten durch die Spenden gedeckt werden. Der Rest wurde deshalb von seinem Sohn Georg V. bezahlt, welcher ihm auch auf den Thron folgte. Daher kommt auch die Inschrift »Dem Landesvater sein treues Volk«. Und heute? Das Ernst-August-Denkmal gehört heute unbestreitbar zum Stadtbild dazu und ist als Treffpunkt für die Hannoveranerinnen und Hannoveraner nicht mehr wegzudenken. Aber ist ein Denkmal für einen Monarchen, der sich demokratischen Reformen strikt in den Weg stellte, überhaupt noch zeitgemäß? Zu dieser Frage gibt es heute verschiedene Ansichten. Seit dem 16. Januar 2020 gibt es jedoch Legendenschilder unter den Straßenschildern des Ernst-August-Platzes mit dem Text »König Ernst August von Hannover, 1771 bis 1851, hob 1837 die Verfassung des Königreichs Hannover auf. Dagegen protestierende Beamte wurden entlassen.« Diese Legendenschilder sollen auf die problematischen Aspekte der Regentschaft Ernst August hinweisen und tragen so zu einer kritischeren Betrachtung bei. Wir hoffen, euch haben diese interessanten Fakten über das Ernst-August-Denkmal und seinen Reiter gefallen. Wenn das so ist, dann abonniert uns doch gerne, gebt uns einen Daumen hoch und schaut auch mal auf unseren anderen Social-Media-Kanälen vorbei. Wir freuen uns auf euch!